Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler da draußen, hier zurück in Breath Edge. Wir sind immer noch hier im Hauptquartier oder, naja, ich nenne es jetzt mal das Hauptquartier des grünen Universums. Und es sind überall nur Leichen, nach wie vor. Hier scheint wieder irgendwas Wichtiges zu sein, was ich aufbrechen kann. Was ist mit dem hier passiert? Der hat ein Sägeblatt ins Gesicht bekommen. Ein großartiges Werkzeug, wenn man es richtig einsetzt. Wenn man zusätzliche Gliedmaßen hat, kann man diese Säge in einem Winkelschleifer befestigen und versuchen, sie nicht auf Holz, sondern auf Metall zu verwenden. Der Besitzer dieser Säge hat versucht und ist gestorben. It looks like he's from the green universe, and apparently he hasn't heard about the dangers of a circular saw blade on an angle grinder. Ja. Despite his foolish death, this man clearly knew about the weak point in the door's design and tried to open it. I can modify the angle grinder's blueprint a little so that we could continue the dead man's work of destruction and get under the dome. Ah, jetzt muss ich sowieso wieder zurück und dann hier quasi das hier aufsägen. Ich guck gerade eben nochmal, hier gibt's auch sonst nichts mehr. Okay, also wir können jetzt tatsächlich erstmal wieder zurücklaufen. Ist auch wieder eine gute Strecke, ey, ich sag's euch. Aber dann können wir tatsächlich uns da reinsägen. Zumindest in diesen einen da, leider nicht in alle. Das wäre witzig gewesen, wenn ich noch mehr hätte aufsägen können. Und im Zweifelsfall einfach nur, um den Weg zu verkürzen, ne? So, erstmal wieder zurück. Dum, 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 dum. So, links rum war es, glaube ich, genau. So, und ich dürfte eigentlich jetzt auch genügend haben, um dieses andere Bauteil zu bauen. Mein kleines Raumschiff zu... Ach, das ist der Dicke. Das andere Bauteil noch zu machen, das ich fürs Raumschiff brauche. Weiß immer noch nicht, wie ich an das andere Teil andocken sollte. Aber ich würde es tatsächlich auch nochmal probieren. So, jetzt gucken wir erstmal. Ausrüstung. Werkzeuge. Zwei Titan, Batterie, dickes Isolierband. Zwei Titan, Batterie, dickes Isolierband. Entschuldigung. Dann reicht das nicht. Ich brauche zwei dicke Isolierbänder. Okay, Ausrüstung, Werkzeug. Jetzt haben wir immerhin schon mal hier dieses Sägebohr. Ein einzigartiges Werkzeug, das... Ein Sägebohr. Das gleichzeitig sägen und bohren kann. Wahrscheinlich, wenn man wirklich glaubt, dass es funktionieren kann. Obwohl eine kleine Chance besteht, dass es eher nicht ganz korrekt zusammengebaut ist. Ist mir egal, ich baue das Ding jetzt. Den Sägebohrer. Wo ist er? Da. Tatsächlich ein Werkzeug, das wir erschaffen haben. Gegenstände. Vier Navigationschips. Die habe ich doch hier irgendwo. Vier. Warte mal, wie viel Elektronik? Bitte sag nicht, dass ich vier Elektronik brauche. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ne, zwei Elektronik. Zwei Glühbirnen. Und zwei veredelte Metall. So, dann haben wir nämlich auch den Navigator. Perfekt. Jetzt muss ich noch diese Filter finden. Denn ohne das Navigationssystem kann das Schiff den Sprung nicht machen und wir konnten hier nie, kommen wir nie raus. Ich könnte versuchen, das Steuerungssystem zu hacken und ohne Koordinaten irgendwo im Zentrum einer Supernova zu springen, aber ich würde lieber versuchen, einen handgefertigten Navigator zu bauen. Ja, ist vielleicht besser. Ein schlechter Navigator ist besser als gar keiner. So, wir haben den Navigator installiert. Aber dann nur dieses Filtersystem. Ich sollte eigentlich noch mal ein paar Dinge hier auslagern, wo ich gerade eben dabei bin. Stromhaube noch mal weg. Das hier räume ich auch noch mal raus. Ach, ich habe schon zwei Filter. Ah, aber ich brauche vier. Okay. Das hatte ich jetzt gerade eben nicht auf dem Schirm. Jetzt gucke ich gerade eben mal, was ich da noch reinpacken kann. Wo habe ich denn die Dingens da rein? Ach, da oben. Da ist nochmal einer von diesen Breath Edge Kernen. Die packe ich da auch nochmal rein. Keine Ahnung, was ich davon zu halten habe. Ich lasse es einfach nochmal da.
Genauso wie das, das und den Kollegen da. So, also zurück zu mit dem Sägebohrer. Vielleicht finde ich jetzt nochmal zwei Filter. Aber wahrscheinlich eher nicht. Nach meiner persönlichen Erfahrung bekomme ich solche Sachen anscheinend immer zwei Teile hier und dann zwei Teile beim nächsten Ort, den ich näher unter die Lupe nehme. You've assembled a real... What is that? You read my instructions, didn't you? Ja, ich glaube schon. Was ist das? Und wir werden es benutzen. Arbeitssicherheit, so what? Kann ich das hier machen? Nee, es geht wirklich, glaube ich, nur an dieser einen Stelle. Möglicherweise ist es der Auftakt zu einer großen Freundschaft zwischen mir und diesem dämlichen Gerät. Ähnlich wie mit vielen anderen Geräten, die wir häufiger benutzt haben. Also die Hülle und Fülle von Items, die man hier produzieren kann, ist schon echt nice. So, also, dann geht's los. Nicht schlecht. The door is loose. Just kick it out. Der Scheiß hat echt funktioniert. Ich bin umgefallen. I was expecting a slightly different result, but this will do as well. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh Gott, was ist das da hinten? Ich nehme mal besser den Blaster. Was ist das da hinten? Da schießt irgendwas wie wild um sich. Hoppala. Hier sind Laster. Oh Gott, da ist tatsächlich einer von diesen Särgen, der wie wild... Ja, es ist ein echter Wald, das habe ich gesehen. Aber mich, ganz im Ernst, das hat mich jetzt echt am allerwenigsten gewundert. Von all dem, was hier möglich ist. Ich versuche einfach mal von hinten ranzukommen. Er scheint jetzt nicht auf mich gezielt zu schießen. Ich kann ihn schlagen tatsächlich. Das war echt einfach. Was ist das? Nach dem Stoppen des Linienschiffs sind alle Beteiligten zu entsorgen. Ausführung des Exodus-Plans wird aktiviert. Alle Gruppenleiter müssen vorbereitet sein. Das steht da drauf? The orders to the activists didn't have this information. It's unlikely that they would have agreed to be disposed of. And the binary code in the note raises the question, who was this note intended for? Ja, offensichtlich hat das Green Universe nichts mit diesem Sarg-Amoklauf zu tun, den wir hier erleben. Why did they kill it? Ich weiß es nicht. Also es ist offensichtlich, dass hier nochmal eine weitere Ebene des Irrsinns abläuft. Careful. Active anti-asteroid protection. We could use it, by the way. We need to somehow bypass the protection without breaking it. Ich muss also um einen Schutz herum, ohne ihn zu brechen, aber ich komme hier nicht drüber. Oder heißt das, dass ich hier durchlaufen darf? Wow! Ein Kompensator, wie schön. Run! These wires lead to the shuttle, and judging by the markings, they are designed to power light weapons. Oh, ich guck mir erstmal an, was hier ist, bevor ich hier irgendwo in was reinlaufe, was auf mich schießt. Gefahr, irgendwas mit Strom. Der hier hat es wohl nicht ganz geschafft. Was auch immer er getan hat. Kurzschluss. I wanted to ask you for a long time about your warm relationship with the chicken, but I won't say anything. By the way, the anti-asteroid protection is deactivated. Gut, das war jetzt Zufall, dass es genau das war.
Was haben wir da noch? Nochmal so ein Navigationschip. Ich hätte gerne noch mehr Filter, wenn ich ehrlich bin. Ich schaue mir das einfach an, ne? Weil das wurde alles so schön, so groß designt. Ich meine, warum nicht auch mal außen rumlaufen? Nur um zu gucken, dass da auch wirklich nichts ist dahinter. Hätte ja sein können, dass da was ist. Okay, da ist ein Hubwagen. The shuttle's registration number is hidden. Given that the leaders of the Green Universe were in the habitation modules, there was someone even worse here. Ups. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Irgendjemand muss hier, also irgendetwas anderes ist hier noch am Start gewesen. This is the personal shuttle of Frederick Mamoni, leader of the Green Universe. And it looks like these are his personal body parts. The communications node was hacked, if I may say so. Tja, sein persönlicher Bodyguard ist ziemlich tot. Ein Mikrofon, ein einfacher Oszillator, Isolierband und ein Stück Fleisch. Mein Anatomiestudium endete im Alter von 15 Jahren, als ich... egal, aber das hier sieht sehr nach einer Luftröhre aus. Ich bin mir nicht sicher, wie dieses Ding funktioniert, aber es muss erfolgreich funktioniert haben, da die Mitglieder des grünen Universums die Befehle ihres toten Anführers befolgten. It looks like someone was simply using the Green Universe activists, and none of the orders came from Mr. Mamoni at all. It could be that Frederick is ill, but it's more likely that someone had killed him long before the liner took off. Aha. Elektronik nehme ich nochmal mit. Was ist das? Offenbar hat die künstliche Intelligenz dieses Raumanzugs einen Schock erlitten und ging in einem erzwungenen Aktualisierungsmodus über und kehrte nie zurück. Vielleicht gelingt es einem Spezialisten daraus, die Einzelheiten von Fredericks Tod zu entnehmen. Vielleicht aber auch nicht. Ich tippe momentan auf vielleicht aber auch nicht. Hier gibt es nur noch eine Batterie und Fressalien. Ich esse da gerade eben mal was, ne? Und trinke hier kurz auch nochmal was. Das Lykoplasma ist mir gerade eben herzhaft egal. And here is the anti-asteroid protection system. We don't even need to hack it, as it has already been done for us. Das ist gut. Was mache ich damit jetzt? Ah, hier untersuchen. Now we only need to find a few rare parts. Greifer. Okay, hier brauche ich jetzt wieder den Greifer. Mikroplasma. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Mikroplasma tun soll, aber ich habe es jetzt. Okay. Und immerhin habe ich jetzt nochmal einen weiteren Filter, was ziemlich gut ist, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier nur zwei finde. Ach, ich dachte, da kann ich irgendetwas... Egal. Ja, und jetzt? The main leader of the Green Universe is long dead. The other leaders are killed and the crash was initiated by some unknown people who control the coffins. Sounds like a B-Action movie script. Das klingt tatsächlich so und ich glaube, wir haben die Bösewichte schon kennengelernt. In Form dieser komischen Sargroboter, die wir am Anfang des Spiels schon gesehen haben. Die Frage ist bloß, warum und in welchem Auftrag sie handeln. Das bleibt das ganz, ganz große Rätsel, wie ich finde. Und die Frage ist, ob es aufgeklärt wird. Oh Gott, da liegen ja noch mal ein paar Tote rum. The deceased were members of the Green Universe. They were all shot before the crash. Aber sowas von. Oh Mann. Hier liegt noch Harz rum. Okay. Kann ich das jetzt hier noch öffnen? Inside, ach, dieses Ding ist auch auseinandergefallen. In this, must inform you that when you assigned the contract for the funeral, you agreed to everything in the terms of service. To absolutely everything. Okay, also ich muss also mit allem einverstanden sein. Also demnach wohl auch, dass ich hier dabei draufgehen könnte. Der Punkt, an dem ich Interesse daran entwickle, was stand eigentlich in diesem Terms of Service drin? Moment, ich nehme das hier noch mit.
Ich habe ja auch ein bisschen Gummi verbraucht. Man weiß nie, ob nochmal so ein Klebeband nicht doch sinnvoll wäre. Und ich glaube, wir sind jetzt hier drinnen schon wieder fertig. Meine ich. Ich sehe ansonsten hier nur noch Sachen. Ne, da hat es noch 250 Meter. Da drüben kann ich noch irgendetwas tun. Aber es ist wahrscheinlich teilweise einfach mit dem Raumschiff direkt irgendwie in Verbindung, was ich da vorne noch tun kann. Despite the obvious signs of some large-scale conspiracy, I still have the feeling that the catastrophe was accidental. I can't figure out what the hypothetical terrorists might have gained from the complete destruction of the liner. Most likely, the activists of the Green Universe were following orders to capture the liner and then simply screwed up, which is confirmed by some of our findings. Das ist richtig. Es sieht so aus, als ob es einfach verkackt wurde. Aber es ist immer noch die Frage, wer versucht hat, die zu lenken. Und warum? Also vielmehr das Warum. Das Wer ist ja eigentlich schon halb beantwortet. Das Warum ist es noch nicht. Und warum habe ich da vorne jetzt hier zwei Sachen? Ah ne, ich kann glaube ich jetzt etwas ins Raumschiff installieren. Das ist glaube ich der Grund. Jetzt soll ich hier glaube ich nochmal etwas bauen. Mikroplasma. Das Problem ist, ich habe nur eins. Magnet und Induktor. Oder kann ich da noch mal eins rausmachen? Filtrationssystem. Aber ich habe doch gar nicht genügend Filter. Das ist doch das Problem. Muss ich etwa noch ein bisschen mehr suchen? Ich habe insgesamt die Gravitationsmodule, mit denen ich nichts anfange. Ich habe jetzt drei Filter. Brauche aber vier. Das ist das Problem. Stimmensynthesizer. Das ist garantiert nichts Sinnvolles. Ich packe das hier nochmal da rein. Navigationschip auch da rein, das da rein. Also ich glaube, dass ich einfach nochmal woanders hin muss. Aber das ist eine pure Hypothese. Das hier packe ich da noch rein. Den Stimmsynthesizer packe ich da rein, weil ich glaube nicht, dass es ein Item ist, das man wirklich braucht. Genauso wenig wie... Ne, das Mikroplasma brauche ich noch. Das hier brauche ich aber nicht und das nicht. Okay, Mikroplasma kommt da rein. Kern kommt auch da rein. Generator ist etwas fertig ist. Dann kann ich diese Ressource wieder zusammensetzen und aufräumen. Okay. Da rein. Ich leg mal ab. Immerhin habe ich jetzt hier den Sprungantrieb hier am Start. Ist da noch irgendwas drin? Nein. Ist doch schon mal erbaulich. Da unten ist noch irgendetwas in 4 Kilometern. Da ist noch was in 3 Kilometern. Jetzt probiere ich noch mal mein Glück. Probiere nochmal mein Glück da hinten an dieser komischen Militärstation. Ich werde aber vorher speichern. Direkt davor, ne? Weiß der Geier, ob ich abgeschossen werde. Aber man muss da ja irgendwie andocken können. Es ist ja offensichtlich, dass man das können muss. Die Frage ist bloß, ob ich es darf. Und wie das Ganze abläuft. Weil ich kann ja hier nicht mehr frei rumfliegen. Das ist ja nicht mehr möglich. Du kommst ja nicht mehr aus diesem Raumschiff raus. Und sind wir mal ehrlich, also es macht ja auch keinen Sinn, dass er es wollen würde, ne? Ich meine, wenn du dieses Raumschiff hast und gerade eben schon die ganze Zeit hier verbesserst, dann bleibst du ja drin. Och, da war irgendwie gerade eben ein Hitpoint. Eine Hitpoint-Anzeige. Da. Da hinten ist irgendwas. Eine Sarg-Roboter-Station.
treff's aber nicht. Oder das Waffensystem geht nicht weit genug. Ah doch, jetzt habe ich es getroffen da hinten. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Man verzieht sehr schnell hier. Manchmal ist es besser einfach zu sprayen, wie man sieht, ne? Na also. Habe ich nochmal so ein Teil jetzt hier erlegt. Und jetzt habe ich vor, da runter zu gehen. Nee. Das ist das Falsche. Da. Ich find's nicht. Wo? Wohin? Das ist das andere Teil. Da will ich hin. Ja, Weltraum und so, ne? Orientierung im Weltall. Nicht gerade das Einfachste. Gucken wir mal, dass wir das jetzt hier anfliegen. Irgendwo da muss es ja eine Andockmöglichkeit geben. Und ich möchte diese Andockmöglichkeit jetzt finden. Also hier ist sie nicht. Und hier ist sie auch nicht. Aber ich suche sie. Oh Gott, ich werde schon die ganze Zeit getroffen. Also ich wette, dass ich da ran muss. Aber ich darf da nicht ran. Da darf ich ran. Okay. Okay, ich kann einfach stumpf andocken, trotz Beschuss. Dann habe ich nichts gesagt. Aber ich ahne, dass jetzt hier Bösartigkeiten auf mich lauern könnten. Oh, zumindest schon mal Schwerkraft ist nicht da. Und apparently we won't find any survivors here either. Ja, das ist ganz offensichtlich. Ich trinke gerade eben noch mal was hier. Also, sind wieder alle tot. Hey, a door. How unexpected. Yeah. Oh, wie unerwartet, dass wir sie wieder aufschlagen müssen. Ah, hier gibt es wieder Schwerkraft. Schön. Dann nehme ich hier gerade eben noch mal was zum Trinken mit, weil ich hier gerade eben wieder was weggetrunken habe. Ein Gravitationsmodul. Ich warte immer noch darauf, dass ich diese Dinger brauche. This container seems familiar. Isn't it the capsule containing one of those ugly cow chicken hybrids that you irresponsibly launched to the surface of the planet? I hope it was empty already, because there's no sign of the mutant itself. Oh, könnte sein, dass... Oh mein Gott, habe ich die etwa alle getötet durch dieses Chicken Mutant Alien? Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass jetzt hier sowas rumläuft. Aber wisst ihr was? Was jetzt echt noch fehlt? Eigentlich jetzt noch die Anspielung auf Alien Isolation, ne? Ich ahne, dass meine schlimmsten Albträume hier gleich wahr werden könnten. These tracks don't bode well. Ja, du hast absolut recht. Mami. Noch sehe ich nichts. Noch ist nichts da, was mich angreift. I can't imagine how hard the blow was. Pff, den muss es komplett zerfetzt haben. Also, wir sehen ja, dass es der Fall ist. Ein Gravitationsmodul. It seems to be the only way to get to the military shuttles. I suggest we turn back and try to find a safer place to loot. Antigravitation benötigt. Okay. Ich muss also das Ding jetzt erstmal scannen, um da durchzukommen. Ich muss also Antigravitation jetzt erstmal bauen. Ja, da ist meine Frage spontan beantwortet worden, ob ich diese Antigravitationsmodule irgendwann mal brauche. Yep. Und zwar jetzt. Nur, um wahrscheinlich jetzt in so ein Chicken-Alien reinzulaufen.
dass mir das Leben zur Hölle machen wird. Ich hab doch jetzt schon keinen Bock mehr. So, flieg, 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 flieg. Und gucken, was ich jetzt hier bauen kann. Ich brauche 4 Antigravitationsmodule, einen Induktor, einen Kompensator. Ich habe doch ein bisschen was gefunden. Aber mal den Kompensator kann ich gleich schon mal benutzen. Ich brauche noch den Induktor. Ressourcen zusammengesetzt. Metall, Plastik und 2 Kabel. Metall, Plastik und 2 Kabel. Dann haben wir den Induktor schon mal. Die Musik sorgt dafür, dass ich voll hektisch baue. So. Werkzeug, Gegenstände. Also gut, das haben wir denn hier. Es waren noch 2 Batterien und diese Gravitationsmodule. 2, 3, 4. Diese eine Batterie. Und dann, damit haben wir alles. Ausrüstung, Gegenstände, 2 Batterien. Hä? Die Filter genommen, ich Trottel. Eieiei, die Filter habe ich genommen. Okay, ich habe eine Menge von diesen Gravitationsmodulen. Und nochmal eine Batterie. So. So schnell verhaspel ich mich hier. Und ich brauche irgendwie noch ein zweites Mikroplasma. Hoffe, das finde ich. So, Leute. Hui, jetzt sehen wir mal, wie schnell wir eigentlich sind, ne? Innerhalb eines solchen Gebäudes, wenn ich mal den Fullspeed-Modus anmache, mit unserem Heckantrieb, da sind wir schon ordentlich schnell. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass das hier so eine gute Idee ist. Installieren wir das jetzt hier mal. Now you face a fine under clause 867A of the agreement for damaging the spacesuit with slime of an unknown origin. Toll! Das ist übrigens gerade ein automatischer Flug gewesen, über den hatte ich keinerlei Kontrolle. These are the tracks of the survivors. It's a shame they are bloody. Ja, oh Gott, da ist echt nicht viel übrig. Ey, das ist sowas von Alien Isolation hier gerade eben. Was ich übrigens selber noch nie gespielt habe, sondern nur mal 2 Let's Plays angeguckt habe. Ist aber schon lange her. Das kann echt nicht wahr sein. Ich bekomme echt Schiss. Ich gucke erstmal diesen Raum hier weiter durch. Kann ich das hier kaputt schlagen? Nein. Also egal, was ich mache, es führt jetzt auf jeden Fall irgendeine Tür aus dem Raum. Ne, es gibt nur eine Tür, die aus dem Raum führt, okay. Der Rest der Türen ist verriegelt. I've detected some signs of an unknown infection on this body. According to Intergalactic Regulation Number 6, you must take some samples. Ich muss Proben nehmen. Toll. Bleh. Und wie mache ich das? Nasenabstrichprobe. Warum ist das ein Nagel, ein rostiger? Eine Probe des Nasensekrets des Opfers, da es keine medizinische Ausrüstung gab, wurde sie mit einem rostigen Nagel aufgenommen, der in der Nähe lag. Aber wen interessiert das? Obwohl ich nicht glaube, dass diese Probe jemandem helfen wird, schadet es nie, zu vorsichtig zu sein. There is a chance that the death was due to a huge hole in his stomach, and there are no traces of infection besides common acne on his face. Still, it's better to be safe and send the sample to Earth. Otherwise, it might turn out like in 2020 with COVID-19, but only we will be the ones to blame. COVID, oh mein Gott, oh Gott. COVID-19. Okay, die sind schon early dran mit der Verarschung von Covid. Das ist schon sehr, sehr early und mutig, muss man schon sagen. Vor allem, weil man noch nicht weiß, wie die Scheiße endet.
Oh Gott, oh Gott. Klo kaputt, alles kaputt. Dieser Gang geht beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.